Hallo und willkommen zum ersten Minimalismus-Video aus La Gomera. Ja, ich sitze gerade in meiner kleinen Höhle, in der ich zurzeit lebe. Und zwar liegt diese Höhle in Santiago, direkt am Playa en Medio. Es ist eine sehr kleine Höhle und gerade deshalb fühle ich mich besonders wohl hier. Als ich vor 4 Monaten Deutschland verlassen habe, habe ich zu dem Zeitpunkt bereits sehr minimalistisch gelebt, hatte die Monate davor mein Leben immer mehr minimalisiert und mich von immer mehr Dingen getrennt. Aber ich hatte trotzdem noch eine 3-Zimmer-Wohnung, die allerdings auch schon recht klein war. Diese Höhle ist jedoch bedeutend kleiner. Ja, ich werde dir jetzt gleich mal zeigen, also von außen, was alles zu der Höhle dazugehört und was ich hier alles in der Höhle habe. Ja, es hat hier alles, was ich zum Leben brauche und mehr brauche ich auch nicht. Mir ist einfach in letzter Zeit aufgefallen, dass weniger mehr ist. Und je weniger ich habe, je mehr muss ich mir einen Kopf um irgendwelche Dinge machen. Ja, und kann dadurch auch bedeutend freier leben. Und mittlerweile besitze ich nur noch die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die ich auf jeden Fall brauche, die ich sehr liebe und die mir nicht im Weg sind oder mich stören. Ja. Das ist für mich persönlich Minimalismus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt zeige ich dir mal meine Höhle und was sonst noch dazugehört. So, hier ist der sogenannte Vorhof. Das ist gleichzeitig mein Waschplatz, teilweise auch mein Essplatz und mein Abwaschplatz. Auf diesem größeren Stein hier ist es mittags schön schattig. Da kann ich dann mich ein bisschen ausruhen oder eben essen. Hier spüle ich immer mein Geschirr mit Salzwasser, das ich mir dort hole, ist ja nicht weit weg. Hier hinten ist meine Plastikfolie, die ich noch habe, beziehungsweise meine Plane. Dort habe ich meine leeren Flaschen, die kommen dann aber auch weg oder ich benutze sie für irgendetwas. Hier habe ich eine offene Flasche, in der ich immer das Salzwasser hole zum Geschirrspülen. Hier siehst du meine Mülltüte, beschwert mit einem Stein wegen der Mäuse und der Eidechsen. Hier ist meine Reifetasche, in der bewahre ich immer Bananen, Avocados oder auch andere Früchte auf, die in der Sonne jedoch geschützt in einem Stoffbeutel sehr gut reifen. Und die Tasche beschwere ich immer mit diesen 2 Steinen. So kommen keine Mäuse und auch keine Eidechsen rein. Hier bewahre ich immer meine Spülbürste auf. Und hier habe ich mir ja diesen und diesen Stein deponiert. Da kann ich dann immer eine kleine Schüssel oder eine kleine Tasse hinstellen, wenn ich mir morgens das Gesicht wasche und die Zähne putze. Ja, und hier geht es dann hoch zu meiner Höhle. Auf diesem Stein hier koche ich auch manchmal, denn ich habe einen Gaskocher. Oder ich setze mich hier hin und esse hier. Oder ja, genieße einfach den schönen Meeresblick.
Hier habe ich mir ein bisschen Petersilie in einem Kunststoffgefäß in Wasser reingestellt, damit es schön lange frisch hält. Hier hinten habe ich noch einen Topf, der ist allerdings jetzt sehr schwarz, weil ich mit ihm auf offenem Feuer gekocht habe, aber innen ist er noch okay. Ja, so ähnlich sieht meine Höhle aus, wenn ich denn nicht da bin. Dann gebe ich mir diese Matte immer davor, damit man nicht gleich so reinsehen kann. Und wie du siehst, habe ich sogar eine kleine Wäscheleine, an der ich kleinere Kleidungsstücke oder Handtücher trocknen lassen kann. So, dann geht's hier weiter und du siehst, wie einfach ich hier lebe. Hier ist mein super toller, warmer Schlafsack. Den habe ich von einem Spanier in Valle Hermoso geschenkt bekommen. In dem friert man auf keinen Fall. Da kann ich sogar nackt drin schlafen und schwitze immer noch. Darunter habe ich meine Yogamatte und eine Decke und darunter noch so eine dünne Matte. Ja, diesen Platz hier nutze ich auch mehr oder weniger als Küche. Das heißt, hier koche ich mir morgens entweder Tee oder Kaffee. Ja, größere Gerichte koche ich jedoch lieber außerhalb der Höhle, wegen der Ameisen, Eidechsen und Mäuse, da das die Tiere sonst anzieht. Dann ist hier der Platz für meine Kerze. Hier ist noch mein Rosenquarzstein. Hier steht immer mein Wasser. Moment, sonst ist das Handtuch mal ein bisschen höher. Damit es nicht so stört, das ist mal eben abhängen. So, auf diesem großen Stein kann man auch sitzen, aber ich nutze es, um Verschiedenes abzulegen, wie zum Beispiel meine Bücher. Zwei Bücher habe ich hier dabei. Hier siehst du noch meinen kleinen Mülleimer für hier oben, dass ich nicht für jedes bisschen immer runterlaufen muss in meinen Vorhof. Dann habe ich hier auch noch einen Platz für eine Kerze. Hier sind einige Steine, wie du siehst, so dass ich sicht- und windgeschützt bin. Dann habe ich hier meine Taschenlampe für nachts. Hier ist der Platz für meine Stofftaschen zum Einkaufen. Hier ist meine kleine Handtasche. Dann habe ich hier noch meine Kopfhörer. Ja, und diese tolle Tasche habe ich mir vor ein paar Tagen gekauft, da mein Rucksack mittlerweile bei einem Fach kaputt ist und so die Mäuse reinkommen. Und auch die Reisetasche meines Sohnes, die ich zurzeit nutze, an der Seite, also auf einer Seite der Reißverschluss auch kaputt ist. Da hatte ich nämlich bis jetzt Lebensmittel drin und so kann ich keine mehr da reingeben, wegen der Mäuse eben. Und deswegen habe ich mir diese Tasche günstig im Ort gekauft. Die ist wirklich super. Es ist sogar eine Kühltasche und ich bin sehr zufrieden mit ihr. Ja, ab und zu muss ich halt doch auch mal was Neues kaufen, sofern es eben nötig ist, ne? Und das ist wirklich nötig für mich. Ja, mein kleiner Tweety ist auch hier, den hatte ich ja auch in Deutschland. Ein kleines Andenken meines Sohnes, meines Erwachsenen. Ja, und hier, das ist mein Kissen sozusagen. Dann habe ich hier noch mein neues Zelt, das ich eigentlich zuerst hier aufstellen wollte, ein olivgrünes, was sich wunderbar in die Natur einbindet und kaum zu sehen ist, da ich nicht wusste, ob diese Höhle hier frei ist. Ich habe nämlich in dieser Höhle bereits schon mal gelebt, circa 5 Wochen, und habe mich damals auch so wohl gefühlt hier. Ja, und habe mich dann riesig gefreut, als die Höhle noch frei war. So brauchte ich das Zelt jetzt nicht, habe es aber trotzdem, denke ich, nicht umsonst gekauft, da ich es auch anderweitig noch nutzen kann. Ja, in der Reisetasche habe ich in der Mitte vor allem Kleidung. Hier links sind noch Lebensmittel, rechts ist noch verschiedener Krimskrams. In dieser Kühltasche sind nur Lebensmittel
vor allem Frisches, teilweise aber auch Haltbares hier auch. Und in dem Rucksack, in den Fächern, die noch nicht kaputt sind, habe ich auch noch Lebensmittel drin. Ja. Dann habe ich hier einige Gewürze, die ich so brauche fürs Kochen. Hier eine kleine Kanne, in der koche ich eben Tee oder türkischen Kaffee. Hier hinten habe ich meine Teebeutel und hier mein Natron, das ich auch des Öfteren mal nehme, um Durchfall zu vermeiden. Ja, und hier ist mein Gaskocher. Da hinten habe ich noch eine Flasche Olivenöl. Essig habe ich momentan nicht, werde ich mir aber auch wieder besorgen. In dieser Höhle gibt es natürlich weder Strom noch Wasser. Ja, Strom benötige ich auch nicht, Wasser wäre nicht schlecht. Aber das Trinkwasser, was ich so täglich benötige, besorge ich mir immer im Dorf. Das ist allerdings ein ganzes Stück dort hinzulaufen und ich muss auch eineinhalb Berge überwinden oder zwei Berge kann man auch so nennen. Ja, also ich brauche zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten, bis ich im Dorf bin, zu Fuß. Manchmal werde ich aber auch mitgenommen von netten Autofahrern. Ja. Ja. Ich fühle mich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr wohl hier. Ich bin jetzt seit circa einer Woche hier in dieser Höhle wieder. Es kann sein, dass ich hier noch länger bin, ist aber nicht sicher. Das wirst du dann, denke ich, noch erfahren. Ja, wenn du noch sehen möchtest, was ich jetzt noch an Geschirr habe oder an Kleidung, wie viel ich da noch habe, dann schreib mir das gerne in die Kommentare unten rein. Dann kann ich dazu auch mal ein, zwei spezielle Videos drehen und dir das gerne zeigen. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Video.